Servus! Na, habt ihr schon das Weihnachtsessen vorbereitet? Was? Noch nicht? Dann steht ihr wahrscheinlich auch am großen Tag dann den ganzen Tag in der Küche. Ja, so ist es bei mir normal auch immer. Deswegen habe ich jetzt der Hexe-Hack. Weihnachtsessen aus der Gefriertruhe. Ich bereite dieses Jahr das komplette Weihnachtsessen im Voraus vor, damit ich am Tag X nicht den ganzen Tag in der Küche stehen muss. Und das werde ich dir in dieser Serie mit mehreren Videos präsentieren. Heute fangen wir an mit einem leckeren Hirschgulasch. Und los geht's! Das sind jetzt 1,2 Kilo Hirschgulasch. Fürs Hirschgulasch brauchst du ein bisschen Gemüse. Dadurch, dass wir keinen Sellerie mögen, mache ich Knoblauch rein. Für 1,2 Kilo nehme ich so ein großes und zwei kleine. Also so ein Zeher pro 500 Gramm. Zwiebeln, hajo, die dürfen nie fehlen. Also so gute zwei große Zwiebeln auf 500 Gramm sind es dann. Und Karotte. Da habe ich jetzt auch so ungefähr 1 bis 2 Karotten pro 500 Gramm. Im ersten Schritt machen wir die schön klein, damit es danach auch hübsch ausschaut. Erstmal so schneiden, dass das alles so der gleiche Abstand hat voneinander. Und dann, so hat es auch alles die gleiche Größe. Das geht zap zap. Ich tue das Fleisch vorher gar nicht würzen, weil das schmort ja eh ewig dann zusammen. Und dann tue ich die Gewürze immer ganz zum Schluss rein. Das heißt, jetzt eine Pfanne ganz heiß machen und dann das Gulasch anbraten. Wenn man das vorher anbratet, gibt es so richtig schöne, kräftige Farbe dann im Gulasch. Ich mache das mit Margarine. So, und dann nicht alles auf einmal rein machen, weil sonst bratet es nicht richtig an. Immer in kleinen Portionchen anbraten. Wenn da so viel Flüssigkeit dann aus dem Fleisch austritt, mache ich das meistens mit einem Esslöffel weg, weil sonst schmort es mehr, wie das das anbratet und dann wird es besser obrote. Oh, das spritzt aber. Ich muss kurz wieder abschauen. Ja, ich nehme an, das liegt daran, dass das bei mir nicht so heiß wird, einfach die Platte. Mit dem Gasherd ist wahrscheinlich besser. So, jetzt hat sie schöne Farbe, jetzt kommt sie in den großen Topf. Da habe ich mir jetzt noch 300 ml Wasser genommen, weil das Angebratene in der Pfanne, das löse ich dann damit auf, damit es auch noch in das Gulasch mit reinkommt. Das gibt dann so einen richtig leckeren, kräftigen Geschmack. Die letzte Furik. Leider nicht, hat das spritzt immer lieber raus. Und auf die letzte Portion mache ich noch 300 ml Rotwein. Der ist jetzt lieblich. Rein. Und wenn das auch ein bisschen Farbe kriegt hat, ein bisschen ablöschen. Letzte Schwuppe mal. Oh, das schaut aber nach viel Gemüse aus. Naja, wenn du viel Gemüse hast, brauche ich nicht so viel teures Fleisch. Ablöschen.
Nein, nein. Jetzt füllen wir dann noch so viel Wasser auf, dass das ganze Fleisch bedeckt ist. Und das, was wir vorher hier abzwackt haben, das kommt auch noch rein. 2 Esslöffel Tomatenmark. Und 2 Teelöffel Brühe. So, jetzt geht's noch an die Gewürze. Also, ich habe mir das mal ein bisschen einfacher gemacht, weil du kannst ja richtig viele leckere Gewürze da reinpacken. In der Regel ja Salz und Pfeffer und dann Wacholder, Lorbeer, Piment, solche, so die Gewürze. Aber ich habe mal Dessert entdeckt und das ist halt richtig lecker. Ich lese mal schnell vor. Wacholderbeere, Champignons, Zwiebel, Knoblauch, Kakaopulver, Zimt, Herbsttrompete, Ingwer, Koriander, Vanille, Lorbeerblätter, Nelke, Senfsaat. Und das ist alles gemahlen, weil ich mag das nicht, wenn du dann in dem Essen die ganze Stickle drin hast. Also nimmst entweder Teesieb, wenn du das, die Gewürze so nein machen möchtest, oder halt so Fertigmischung. Und die hier ist halt, oh, das riecht so richtig schön nach Wildessen. Also das ist so richtig lecker. Ja, wollte ich dir empfehlen. Das ist was Feines, das Schubecks. Da steht zwar drauf, man soll das am Ende rein machen, aber ich mache jetzt schon mal. Ja, voll rein. Deckel drauf. Und dann darf das jetzt schmoren. Tick, tack, tick, tack. So, Dille, es ist schon wieder der nächste Abend. Ich habe das Ganze schön geschmort und zwar nach der Schwaben-Variante. Ich habe das einmal aufgekocht, dann ausgemacht, auf der Platte stehen gelassen. Wo es wieder abgekühlt war, habe ich es nochmal aufgekocht, noch einmal stehen lassen und nochmal. Also insgesamt habe ich es dreimal aufgekocht. Spart halt ordentlich Energie und das Fleisch wird richtig schön weich. Und man verliert eine haufenweise Soße und die will man ja. Und jetzt koche ich das Ganze gerade wieder auf. Das schmeckt schon richtig schön wild. Wenn das jetzt noch schön süßlich schmeckt. Wir essen zwar zu solchem Essen immer Preiselbeeren dazu, aber ich mache jetzt schon mal auf diese Menge 2 Esslöffel Preiselbeeren dazu. Ja, so mag ich das gern. Und damit es jetzt noch mal ein bisschen würziger rauskommt, untermale ich das jetzt mit einem Balsamico-Essig, und zwar der Balsamico-Essig-Creme. Sehr lecker. So, das heißt, ich mache an der Stelle aus und jetzt lasse ich das Ganze abkühlen und dann tue ich es in Gefrierbeutel, mache ich es jetzt rein, weil es dann später besser alles in Quirto reinpasst. Oder du kannst auch in eine Tupperdose reinmachen, wo halt in Quirto reinpasst, gell, oder in den Gefrierschrank. Wenn dann Tag X kommt, hole ich das morgens raus. Werde es in den Topf wieder zurückpacken, es dort auftauen lassen und dann packe ich noch eine Packung gefrorene Pilzmischung mit rein. Ich mag die recht gern, weil ich die aus dem Glas ein bisschen schwammig immer finde. Es gibt so gefrorene Mischpilze oder so Pfifferlinge, wo man jetzt kaufen kann. Und die habe ich jetzt schon mal eine kleine Packung dazu. Die packe ich dann noch mit rein. Dann schmecke ich es nochmal ab mit Salz und Pfeffer und mit dem leckeren Wildgewürz, dass das nochmal schön kräftig schmeckt. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Petersilie mit rein, das schaue ich dann, oder so ein bisschen oben drüber, damit es hübsch ausschaut. Und dann noch wegen der Dicke von der Soße eventuell dann nochmal andicken, weil ich weiß nicht, wie viel jetzt noch Wasser da, wie viel das jetzt noch wasserig wird aufgrund von dem Eifrieren und Auftauen und was die Pilze noch an Wasser dann dazu geben. Aber dann ist das Hauptgericht erledigt. Tschakka!
Und in der nächsten Folge geht es weiter mit der Beilage. Bis zum nächsten Mal.